Geliebte von den wohlbekannten, allseits beliebten Stadtmusikanten, die vor vielen Jahren hier in Bremen waren und das schlimme Räuberpack vertrieb. Wie das damals war, erfahrt ihr nun. Passt gut auf, sonst müsst ihr gar nichts tun.
So trafen sich die vier Gesellen und gingen durch den dunklen Wald, geradewegs in Richtung Bremen. Sie gingen schnell und ohne Halt. Es wurde spät, es kam die Nacht. Kein Mond, kein Sternlein war zu sehen. Die Müdigkeit war unbeschreiblich, der Esel schlief sofort im Stehen. Die Katze legte sich zu Boden, der Hund sank leblos neben sie. Der Hahn flog auf den höchsten Wipfel und schrie ein letztes Kikriki. Er drehte noch nach Norden, Westen, nach Süden und nach Osten sich und sah am fernen Horizonte, da flackerte ganz schwach ein Licht. Er schrie aus vollen Leibeskräften, Katze, Esel, aufgewacht, ich sehe ein Licht im Walde schimmern und hör ein Singen in der Nacht. Ali Baba und die 40 Räuber in dem Räuberhaus, das der Gockelhahn gesehen, sie lebten dort in Saus und Braus. Weil der Hahn so kräftig brüllte, war jetzt auch der Hund erwacht. Und mit neuen Riesenkräften schlichen sie sich durch die Nacht. Alles rennet, rettet, flüchtet. Schiller hat es vorgereimt. Chaos war im Haus der Räuber. Blitzschnell war es leergeräumt. Wohnungen sind Mangelware. Auch in Bremen war dies so. Und ein Häuschen gleich am Waldrand ist begehrt auch anderswo. Unsere Viere zogen also in das leere Häuschen ein, aßen, tranken und vergnügten sich bei Wurstsalat und Wein. Liebe, wenn es nicht mehr geht.
Dieses Feiern, dieses Trinken ärgerte die Räuber sehr, und als die Tiere eingeschlafen, schlichen sich die Buben her. Nach diesem missgeglückten Anschlag waren die Räuber deprimiert. Sie flohen aus dem Räuberwalde und haben es niemals mehr probiert. Die Tiere lebten fröhlich weiter und blieben ihrem Häuschen treu. Das Singen wurde aufgegeben, Musik kommt jetzt von Bremen 3. So endet unsere Märchenstunde mit der Moral zum guten Schluss. Als Hausbesitzer lebt sich's besser, denn als ein freier Musikus.